Was macht man als Heilsarmee, wenn man sich an einem sehr, sehr dunklen Ort befindet? Nun, man versucht, so viel Licht wie möglich zu verbreiten. Nicht unser Licht, sondern Gottes Licht. Und so im Laufe der letzten Jahre haben wir versucht, ein Leuchtturm zu sein für diese Nachbarschaft. Es gibt viel Dunkelheit, es gibt viele Probleme, es gibt viel Einsamkeit und wir möchten hier sein für die Menschen, die hier leben. Im Laufe der letzten Jahre haben wir mit Kinderprogrammen angefangen, wo die Kinder Hausaufgabenhilfe bekommen, hier spielen können, unterstützt werden, lernen zu träumen und hier haben sie die Möglichkeit, Kind zu sein, in Sicherheit und in Frieden. Und wir investieren sehr viel in diese Kinder, damit sie irgendwann zu Erwachsenen werden können, die nicht im Rotlichtmilieu leben. Wir haben Angebote für Jugendliche. Wir haben zweisprachige Gottesdienste gehabt und wir sind immer noch im Kontakt mit sehr vielen Familien und besuchen sie zu Hause, beten mit ihnen, begleiten sie. Wir besuchen Frauen in Bordellen, auf dem Straßenstrich, in Fenstern. Wir haben Freundschaften aufgebaut mit diesen Frauen und wir begleiten sie und wir sind unterwegs mit ihnen. Und am Abend sind wir unterwegs hier im Rotlichtmilieu und wir verteilen immer Muffins oder Cupcakes und wir sind einfach da, um Beziehungen zu knüpfen mit den Frauen und wir freuen uns immer, wenn wir sie treffen und ein bisschen mit ihnen plaudern können. Wir besuchen die Familien der Kinder, die zum Kinderprogramm kommen und wir unterstützen sie. Es gibt soziale Beratung und Seelsorge. Wir verbringen viel Zeit miteinander, mit diesen Familien, mit diesen Menschen aus dem Rotlichtmilieu. Wir essen zusammen, wir lachen zusammen, wir weinen zusammen manchmal. Und in jeder Unterhaltung, in jeder Situation versuchen wir, auf Gott hinzuweisen, der Hoffnung bringt und Licht schenkt. Viele aus dieser Nachbarschaft haben in der Heilsarmee tatsächlich Licht gefunden, Hoffnung gefunden. Sie fühlen sich hier zu Hause. Sie merken, dass hier etwas anders ist, weil Gottes Geist hier ist und am Wirken ist. Und unser Gebet ist, dass noch mehr Menschen Heilung und Befreiung und Hoffnung und Licht entdecken. Und das machen wir nicht aus unserer Kraft, sondern aus Gottes Kraft, der hier am Wirken ist und so viel tut. Und wir freuen uns, mit ihm unterwegs zu sein und Gottes Reich hier auf Erden mit ihm aufzubauen.